Ja, wenn Sie die letzten beiden Kapitel, in denen wir uns Variationsprobleme für Randwertprobleme angeschaut haben, also aus Randwertproblemen Variationsprobleme gemacht haben, mit einem doch sehr großen analytischen Überbau, dann werden Sie sich fragen, naja, also jetzt konnten wir zwar zeigen, dass die Randwertprobleme tatsächlich eine Lösung haben, aber das sollte doch eigentlich eine Numerikvorlesung sein. Also ist doch die Frage, was hat das Ganze nun mit der Numerik zu tun? Und die andere Frage, die Sie sich vielleicht stellen, ist, wieso macht der Kerl jetzt zum Ende der Vorlesung nochmal so einen riesen analytischen Überbau? Und das Ganze scheint doch alles nicht mehr allzu viel Sinn zu machen, so zum Ende der Vorlesung. Der Grund ist, dass ich Ihnen einmal hier demonstrieren will, dass diese ganzen Sachen, die wir am Anfang der Vorlesung gemacht haben, also zum Beispiel haben wir uns angeschaut die Lösung von linearen Gleichungssystemen, insbesondere die Lösung von dünn besetzten linearen Gleichungssystemen. Wir haben uns angeschaut die Approximation von Funktionen durch Polynome, alles Mögliche. Und die Sachen waren häufig wahrscheinlich so ein bisschen unzusammenhängend. Wir werden heute sehen, dass wenn wir das alles zusammennehmen, dann kommen wir tatsächlich zu fantastischen Algorithmen zur Lösung von diesen Randwertproblemen. Und ja, ich kann Ihnen das nur sagen, tatsächlich Randwertprobleme sind wirklich eine der vielleicht sogar die Grundaufgabe der angewandten Mathematik. Und das heißt, das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und deshalb möchte ich Ihnen das hier einfach nochmal zeigen. Okay, zunächst mal fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, was wir jetzt am Ende gemacht haben bei dem in der Variationsrechnung. Wir haben uns definiert unseren Raum X als die Menge aller V-Element H1 auf dem Intervall AB, für die galt V von A gleich 0. Das sind die schwach differenzierbaren Funktionen mit V von A gleich 0. Wir haben uns definiert, die Bilinearform b von u, v, hier steht sie nochmal, und das Funktional f von v, die zusammenhingen mit unserem Randwertproblem, das ich hier nicht nochmal, Randwertmodellproblem, das ich hier nicht nochmal hingeschrieben habe. Und wir haben gezeigt, unser Randwertproblem ist äquivalent zur Aufgabe, suche ein U-Element x, in dem die Funktion i von v definiert als 1 halb b von v, v minus f von v ihr Minimum annimmt. Oder äquivalent dazu, suche ein U, sodass b von u, v gleich f von v ist für alle v-Element v. Okay, und da haben wir gezeigt, dieses Minimierungsproblem hat eine Lösung. Damit hat auch dieses zweite Problem hier eine Lösung. Und von dem hatten wir gezeigt, dass es unter bestimmten Voraussetzungen äquivalent ist zu unserem Randwertproblem. Okay, das heißt, das müssen wir jetzt lösen. Das heißt, wir müssen entweder suchen, dass eine Stelle, wo dann diese Funktional i das Minimum annimmt, oder wir müssen ein U suchen, das dieses Gleichungssystem löst, was hier vorne steht. Das Problem dabei ist natürlich, naja, das x ist h1, also sogar noch größer als die Menge aller stetig differenzierbaren Funktionen. Und das heißt, dieses x ist mit Sicherheit unendlich dimensional. Das heißt, das ist mit Sicherheit ein Problem, das ich nicht so einfach lösen kann und das ich sicherlich nicht am Rechner lösen kann. Was können wir denn tun? Naja, also wir haben schon immer gesagt, wir müssen diskretisieren. Wir müssen irgendwie auf etwas Endliches dimensional, auf etwas Endlich-Dimensionales kommen. Und die erste Idee, die man haben würde, wäre doch vielleicht, okay, wir nehmen nicht diesen unendlich dimensionalen Raum X, sondern wir wählen daraus einen endlich dimensionalen Teilraum aus. Das heißt also, anstatt dass wir, und diesen Teilraum nennen wir XH. Das heißt also zum Beispiel, anstatt dass wir das hier für alle, dass wir diese Eigenschaft, die hier oben steht, für alle Funktionen aus X fordern, suchen wir uns ein U aus einem Teilraum von X, dass diese Eigenschaft hier erfüllt für alle V-Element VH. Ja, das sollte ich vielleicht nochmal hinschreiben. Wähle einen endlich dimensionalen Teilraum XH und wir modifizieren unsere Aufgabe wie folgt. Suche ein UH mit der Eigenschaft, dass, naja, zum Beispiel b von UH, V gleich f von V ist für alle V-Element VH.
Ja, und das ist in irgendeiner Weise ist das eine vernünftige Diskretisierung. Ja? Und statt dass wir das auf dem gesamten Raum fordern, fordern wir das nur auf einem endlich dimensionalen Teilraum. Und man hat das Gefühl, jetzt sind wir irgendwie im Spiel. Das ist etwas, was wir vielleicht tatsächlich auf den Rechner bringen können. Okay, wollen wir uns das einfach mal an einem ganz einfachen Beispiel anschauen. Und zwar wählen wir als xh einfach den Raum der Polynome vom Grad kleiner gleich n. Das heißt, wir wählen xh gleich pn. Alternativ könnten wir hier zum Beispiel trigonometrische Polynome nehmen oder Splines. Und Splines wird eine sehr gute Idee sein. Das wird das am Ende sein, was wir tatsächlich wählen werden. Darauf bereite ich Sie hier schon mal vor. Und das ist noch etwas, das wir natürlich aus den alten, aus dem ersten Teil der Vorlesung kennen. Okay, gut. Also wenn es so ein U gibt, dann muss auf jeden Fall mal das ein Polynom sein. Das U soll auch in VH liegen. Das habe ich hier natürlich wieder nicht hingeschrieben. Suche ein UH-Element VH mit dieser Eigenschaft. Naja gut, wenn das da drin liegt, dann muss es sein von der Form Summe k gleich 0 bis n ak mal x hoch k. Und jetzt, ich habe überall diese UHs vergessen. Schreibe ich einfach mal dahin. Und die Eigenschaft, die es haben soll, ist, dass b von uh, v gleich f von v für alle v-Element vh. Naja, aber dieses b und das f, die sind beide linear in v und wir kennen eine Basis von vom vh, also dem Vektorraum der Polynome kleiner gleich n, das sind einfach die Monome. Ja, das heißt also, es reicht zu fordern, dass b von uh, x hoch j gleich f von x hoch j ist für alle j gleich, für j gleich 0 bis n. Und wegen der Linearität ist dann sofort diese Bedingung hier oben erfüllt. Okay, gut. Das ist aber auch, dieses B ist aber nicht nur linear im zweiten Argument, sondern es ist auch linear im ersten Argument. Das heißt also, ich kann für UH mal unsere Darstellung Summe k gleich 0 bis n, ak x hoch k einsetzen, kann das ak rausziehen und die Summe hier vorne rausziehen und dann steht hier nichts anderes als die Summe k gleich 0 bis n, b von x hoch j mal ak ist gleich f von x hoch j. Ja. Und ich glaube, da möchte ich unten die Reihenfolge der Indizes ändern. Ich musste da unten mal kurz die Indizes ändern. Okay, also, wir haben hier die Linearität im ersten Argument ausgenutzt. Das heißt, es gilt die Summe k gleich 0 bis n, b von x hoch k, x hoch j mal ak ist f von x hoch j. Und Sie sehen, das ist eine lineare Gleichung. Und da mache ich jetzt eine Matrix-Vektor-Gleichung raus, indem ich definiere, naja, also das hier, ich setze diese b von x hoch k, x hoch j, die setze ich zusammen zu einer Matrix B aus dem R hoch n plus 1 Kreuz n plus 1. Ja, denken Sie dran, sowohl das j als auch das k gehen von 0 bis n, macht insgesamt n plus 1 Werte. Das heißt, wenn ich das alles zusammensetze, bekomme ich eine Matrix B aus dem R hoch n plus 1 Kreuz n plus 1. Und ich wähle bjk gleich b von x hoch k, x hoch j oder x hoch j, x hoch k. Ja, es ist dasselbe, das b ist symmetrisch. Diese f von x hoch j setze ich zusammen zu einem Vektor f aus dem r hoch n plus 1, also fj gleich f von x hoch j. Und ich setze mein a, diese Koeffizienten a, die ich suche, als zusammen zu einem Vektor, also die ak setze ich zusammen zu einem Vektor a, also a0 bis an, ebenfalls aus dem r hoch n plus 1. Und dann erhalte ich die Gleichung b mal a gleich f. Und ja, das ist einfach ein lineares Gleichungssystem und das muss ich jetzt lösen. Okay, gut. Das heißt also, um so ein UH zu finden, nehme ich diese Darstellung hier vorne und um die Koeffizienten dieses Polynoms zu finden, muss ich da nichts anderes tun, als ein lineares Gleichungssystem zu lösen. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen, um unser Programm durchzuziehen, das heißt, um zu einer diskreten Näherung zu kommen, müssen wir einfach nur ein lineares Gleichungssystem lösen. Und das ist tatsächlich der Grund, warum wir uns am Anfang der Vorlesung diese linearen Gleichungssysteme angeschaut haben. Okay, Verfahren dieser Form nennt man auch Ritz-Galerkin-Verfahren. Ist jetzt ein großes Wort, ja, aber es ist wirklich einfach nur das. Wir suchen uns einen endlich dimensionalen Teilraum und anstatt, dass wir auf dem Gesamtraum unser Problem lösen, lösen wir es halt nur auf diesem kleinen Teilraum. Das scheint eigentlich eine ganz gute Idee zu sein.
Okay, wir wollen uns jetzt noch nicht anschauen, wie das tatsächlich implementiert ist und was da rauskommt, sondern wir wollen uns jetzt erstmal die Frage stellen, naja, also macht das denn überhaupt Sinn? Was bedeutet dann Konvergenz? Bekommen wir in irgendeinem Sinne, vielleicht im Sinne der gewöhnlichen, der Anfangswertprobleme, wieder so eine Konvergenz? Wie können wir das hier vernünftig definieren? Und erste Sachen ist, wir können es tatsächlich fast genauso definieren wie vorher, sogar noch ein bisschen besser. Und die zweite Sache ist, Sie erinnern sich hoffentlich noch daran, wie viel Arbeit wir reinstecken mussten, um für diese Diskretisierung, also für diese rein diskreten Probleme, wo wir einfach nur diskretisiert hatten, Matrix aufgestellt hatten, um da zu zeigen, dass wir zu einer Konvergenz kommen. Ja, das waren diese M-Matrizen, da mussten wir ganz spezielle Eigenschaften dieser Matrizen ausnutzen, bei denen man das Gefühl hatte, das ist absolut nicht universell. Wenn wir ein bisschen die Differentialgleichung ändern, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Wir werden jetzt einen sehr ähnlichen Satz beweisen für diese Diskretisierungen und das Ganze wird ein, ich glaube, ein Vierzähler sein.